So, nun sind wir schon beim dritten Teil der Videoreihe Anonymer und sicherer Datentausch und kommen jetzt zur Off-the-Record-Verschlüsselung und schauen uns das natürlich jetzt erstmal in der Theorie an und später dann im Praxisteil mit Patching. Das Prinzip ist recht einfach erklärt. Es ist eine Verschlüsselung, die bei Instant-Messengern zur Anwendung kommt, natürlich bei offenen Protokollen, wie jetzt zum Beispiel ICQ und MSN. Und es verschlüsselt eben die Kommunikation von zwei Gesprächspartnern. Und es bietet auch noch eine erhöhte Sicherheit, wenn die Gesprächspartner zum Beispiel sich eine Sicherheitsfrage oder ein Passwort überlegen, das dann eben beide eingeben müssen. Das werden wir dann aber noch in der Praxis uns genauer anschauen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, deshalb springen wir jetzt gleich zum Praxisteil. So, nachdem wir jetzt wissen, was Off-the-Record macht, können wir gleich zur Praxis übergehen. Und wir machen jetzt alles Schritt für Schritt. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also, im ersten Schritt sollten wir mal Pidgin herunterladen. Seite ist pidgin.im. Ich mache es jetzt hier wie immer auf einem Windows-Rechner, aber Pidgin geht auch auf Ubuntu, also auf Linux-System und auf Mac, weiß ich gar nicht, aber da könnt ihr auf jeden Fall Adium benutzen auf Mac, das unterstützt auch das Off-the-Record-Plugin. So, einfach herunterladen. Und jetzt hier mit einem Doppelklick ausführen und installieren. Da können wir noch ein paar Sachen festlegen. Ich lasse jetzt mal so, wie es eingestellt ist. Installationsverzeichnis und installieren. Dann werden noch ein paar Sachen abgedatet. So, während er das macht, können wir in der Zeit schon mal auf die Seite von Off the Record gehen. Das ist diese Seite. Und dann lade ich auch hier gleich den Installer für Pidgin herunter. Darf den natürlich aber erst ausführen, wenn auch die Pidgin-Installation natürlich abgeschlossen ist. Und während das läuft, legen wir uns mal eine ICQ-Nummer zu, beziehungsweise ein ICQ-Konto. Es geht auf icq.com und dann hier oben ICQ beitreten. Ja, weil jetzt sind wir drin. Jetzt können wir hier unsere E-Mail abrufen. Und in der Zwischenzeit können wir ja schon Pidgin schon mal aufmachen. Und wir haben auch eine Mail bekommen. Klicke hier, um deine Registrierung abzuschließen. Also der Aktivierungslink ist das. Das heißt, das ist jetzt unser Anmeldename. Den nehme ich jetzt natürlich erstmal nur fürs Video. Also, falls ihr hofft, mich da kontaktieren zu können, habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr schon die YouTube-Funktion zum Nachrichtenschreiben benutzen. So, Pidgin hatte ich eigentlich gestartet. Wo bleibt's? Prozess läuft. Ach, da unten ist es auch schon. So, jetzt müssen wir natürlich das Konto hinzufügen. Gut, das schmeiße ich mal raus hier, das Konto. Und füge gerade unser neues hinzu. Wähle hier ICQ raus, gebe diese Adresse ein. Das vorhin ausgewählte Passwort kommt hier rein, das speichere ich, dass er sich gleich anmeldet. Und nenne mich mal OTR.
Füge das Konto hinzu. Und er verbindet sich jetzt auch mit, was auch immer diese Nachricht hier bedeutet. Und jetzt muss ich erstmal das Plugin aktivieren natürlich. Gehen wir hier auf Werkzeuge und auf Plugins. Und hier unter O auf Record Messaging, das muss ich anhaken. Das erscheint hier in der Liste erst nach Installation, also hier anhaken und schließen. So, jetzt muss ich jemanden hinzufügen, von dem ich weiß, dass er auch das Off-Record Plugin benutzt. Klick hier also auf Buddy hinzufügen. So, die Nummer könnt ihr nicht sehen. Und nenne den hier einfach mal geheim. Und füge ihn hinzu. So, nachdem wir jetzt den hinzugefügt haben, mache ich einen Doppelklick drauf und sehe dann hier rechts nicht privat. Und genau das ist so eine Schaltfläche vom Off-Record-Plugin. Da kann ich draufklicken und sagen private Unterhaltung starten. Dann versucht er eben, ob der Gegenüber auch das Off-Record-Plugin aktiv hat. Und dann wird der private Schlüssel generiert. Das dauert einen Moment und mit OK kann ich das dann hier bestätigen. So, nicht verifizierte Unterhaltung ist das, was ich erzählt habe. Jetzt kann man es eben ein bisschen Sicherheit noch dazu gewinnen, indem er eben sagt, wir authentifizieren uns gegenseitig. Kann ich hier oben auf Buddy authentifizieren und kann dann zum Beispiel gemeinsam bekannte Passphrase eingeben. Um zum Beispiel, wir sehen uns persönlich und sagen halt, wenn wir uns dann in Pidgin unterhalten, dann nehmen wir ein Passwort, sagen wir Lippenstift und geben das dann ein. Das geben beide dann ein. Damit ist dann die Unterhaltung auch verifiziert. Das heißt also, dass ich hundertprozentig mit meinem Gesprächspartner verbunden bin. Also wenn natürlich er nur und ich nur das Passwort habe. Und wenn ich jetzt eben alles, was ich jetzt schreibe, geht verschlüsselt über die Leitung, auch wenn es unverifiziert ist. Und das war es jetzt eigentlich auch schon das Gröbste zum Off-Record-Plugin.